Herzlich willkommen bei Motorform. Die Mercedes-Baureihe 107 ist besonders in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt geworden. Und das ist natürlich kein Zufall. Schließlich verbindet dieses Auto so gut wie kaum ein anderes chromverzierten Oldtimer-Charme, Open-Air-Lifestyle-Feeling und absolute Alterstauglichkeit. Und dennoch ist der SL natürlich keineswegs vollkommen. Deshalb präsentiere ich heute 5 Gründe, sich keinen SL der Baureihe 107 zuzulegen. Viel Spaß dabei. Und dir übrigens auch. Fangen wir an. Grund Nummer 1, die Eleganz. Als der SL der Baureihe 107 Ende der 60er Jahre als Nachfolger für die bekannte Pagode konstruiert wurde, da stand ein Thema im absoluten Vordergrund, nämlich Sicherheit. Insbesondere im Hinblick auf den existenziellen Exportmarkt USA. Als Folge dieses Sicherheitsdenkens wurde zunächst die Gürtellinie angehoben, und zwar deutlich im Verhältnis zur Pagode. Das hatte natürlich zur Folge, dass die Insassen viel besser gegen Seitenaufprall geschützt wurden. Hat aber den Nachteil, dass die Karosserie natürlich etwas plumper wirkt. Ein weiteres Sicherheitsfeature waren die großen Breitbandscheinwerfer, umrahmt von den Blinkergläsern, die jetzt geriffelt waren, was Verschmutzung abhalten sollte. Dieses geriffelte Glas finden wir auch an den Rückleuchten und da komplett. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber wirklich elegant sieht es halt nicht aus. Diese Features haben außen einfach dazu geführt, dass der SL im Vergleich zu der Pagode geradezu ein bisschen moppelig wirkt. Jedenfalls war das die Meinung der Presse Anfang der 70er Jahre, als der SL präsentiert wurde. Aber Mercedes hörte natürlich nicht draußen auf. Es ging im Innenraum weiter. Das Armaturenbrett war plötzlich komplett ausgeschäumt. Das Lenkrad hatte plötzlich einen riesigen Pralltopf. Aus heutiger Sicht alles völlig normal. Aber man muss sich zurückversetzen in die späten 60er, frühen 70er Jahre. Damals war das ein Schock. Die Menschen fühlten sich plötzlich wie in einer Gummizelle, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. All diese Punkte führten dazu, dass der SL zunächst alles andere als elegant wirkte. Und wenn man heute auf einem Oldtimer-Treffen einen R107 neben eine Pagode stellt, ist es eigentlich immer noch so. Kommen wir zu Punkt Nummer 2, das Platzangebot. Also für Menschen ab, sage ich mal, 1,85 ist das Raumangebot schon sehr, sehr knapp bemessen. In der Höhe haben wir nicht sehr, sehr viel Platz. Das hat den großen Nachteil, dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, als SL-Fahrer, oder ich muss von mir selber sprechen, also ich habe immer das Gefühl, die Sonnenblende ist ständig im Weg. Klappt man sie nach oben, das sieht von außen toll aus mit den hochgeklappten Sonnenblenden, dann hat man also ein bisschen weniger Himmel im Blickfeld, zumindest wenn man die Augen nach vorne richtet und im Augenwinkel den Himmel wahrnehmen möchte. Klappt man sie nach unten, hat man jetzt dieses tolle Open-Air-Feeling, aber jetzt hat man natürlich vorne nur noch das halbe Sichtfeld, was auch nicht gut ist. Warum ist das so? Der Grund ist, dass die Windschutzscheibe sehr, sehr nah am Körper ist. Man trägt sie praktisch wie ein Visier. Das Armaturenbrett ist extrem kurz und deswegen ist alles sehr, sehr nah und deswegen wirkt es eigentlich wie eine Haube. Eine zweite Sache ist, dass das Lenkrad sehr, sehr groß ist. Das ist so konstruiert, weil man es damals so gewohnt war. Das Auto kommt halt aus einer Zeit, wo Servolenkung noch kein Standard war. Natürlich schon beim SL, aber bei Opel, Ford, VW war Servolenkung entweder ein Extra oder gar nicht zu bekommen. Also war man große Lenkräder gewohnt. Und diese großen Lenkräder, so wie beim SL, die können schon mal am Oberschenkel reiben, wenn man daran dreht. Also möglichst überhaupt keine weiße Hose tragen, denn sonst hat man Streifen drauf.
Die Sitze sind Lichtjahre von Liegesitzen entfernt. Hier gibt es einfach eine konstruktive Sperre. Das hat mit dem Verdeck zu tun und dem Verdeckkasten. Der ist eingerückt und deswegen geht der Sitz halt nur in eine bestimmte Neigung und das war's. Auch die Sitzschienen sind begrenzt. Der Wagen ist 4,37 Meter lang und kann halt einen großen V8-Motor tragen. Das heißt, der Wagen ist Haube, Haube, Haube. Da bleibt für den Innenraum nicht viel Platz, da wir ja immerhin, und das ist ein Pluspunkt, noch einen tollen Kofferraum haben. Aber für Fahrer und Beifahrer bleibt eigentlich nicht wirklich viel Platz. Wenn das Hardtop drauf ist, dann kann es schon mal sein, dass man mit dem Kopf gegen den Dachhimmel vom Hardtop stößt. Dieser SL ist zwar mit Notsitzen hinten ausgestattet, aber bei aller Liebe, nutzen kann man die eigentlich nicht. Die sehen super aus, schick, aber unbrauchbar. So, Punkt Nummer 3, die Lenkung. Ja klar, der SL wollte nie ein echter Sportwagen sein. Im Englischen heißt er zwar Sports oder nennt man ihn Sports und die Übersetzung SL heißt natürlich auch Sportleicht, abgeleitet vom Flügeltürer SL für den Rennsport. Naja, aber spätestens seit der Pagode war das eigentlich kein Sportwagen mehr im eigentlichen Sinne, sondern ein luxuriöser Cruiser. Und das zelebriert der 107er eigentlich ganz gut. Die Lenkung ist aber schon sehr, sehr indirekt. Und das hat einfach einen konstruktiven Grund. Das ist eine Kugelumlauflenkung und die ist von Hause aus schon mal nicht sehr direkt. Und wenn die ein gewisses Alter hat, dann ist sie halt nochmal etwas indirekter. Das heißt, es gibt immer so einen leichten toten Punkt und der ist bei gut eingestellten Lenkgetrieben oder general überholten Lenkgetrieben kleiner, bei vielen Autos ist aber größer. Und das führt dazu, dass man teilweise bei Spurrillen schon stark korrigieren muss und dass man, wenn man den Wagen meine Wintersaison nicht auf der Straße hatte und im Frühjahr wieder auf die Autobahn fährt, da kann man dann schon davon überrascht werden. Bei langgestreckten Autobahnkurven, bei höheren Geschwindigkeiten muss man schon eigentlich ein bisschen Vorspannung halten, weil die Lenkung eben sehr indirekt ist. Und das muss man wissen, wenn man sich so ein Auto zulegen möchte. Selbst wenn der perfekt restauriert ist, dann ist es immer noch ein Auto mit einer Konstruktion von 1971. Der fährt sich dann trotzdem nicht wie ein modernes Auto. Das als Rat an jeden, der darüber nachdenkt, sich grundsätzlich ein altes Auto zuzulegen, aber ein top restauriertes und dann vielleicht glaubt, naja, top restauriert bedeutet Standard so wie heute. Nee, das bedeutet es überhaupt nicht. Kommen wir zu Grund Nummer 4. Kein elektrisches Verdeck. Das ist rein manuell. Es gab zwar in den 80ern mal Firmen, die sich darum gekümmert haben, das zu elektrifizieren, aber das ist äußerst selten. Von Hause aus, von Mercedes, war es immer manuell. Und da kann man natürlich schon mal sagen, das passt nicht zu einem Auto, was Ende der 80er Jahre über 100.000 D-Mark in der Top-Ausstattung gekostet hat. 100.000 D-Mark und dann kein elektrisches Verdeck. Die Konstruktion ist halt immer noch die gleiche wie bei der Pagode von 1963. Da hat sich so gut wie nichts geändert, außer dass Eckscheiben dazu kamen, die ein bisschen für Probleme auch sorgen, die man pflegen muss. Habe ich in einem anderen Video erklärt. Aber ansonsten ist die ganze Mechanik immer noch die gleiche. Da ist nichts mit Knopfdruck. Das gab es erst beim 129er, beim Nachfolger. Und das kann jemand schon absolut davon abhalten, sich so ein Auto zuzulegen. Und dann, wenn es anfängt zu regnen, auszusteigen, auf den Pannenstreifen zu fahren, Verdeck rauswuchten, zumachen, zack. Das ist schon ein ganz schönes Geraffel und passt eigentlich zu diesem luxuriösen Auto nicht so richtig. Kommen wir zum letzten Punkt. Punkt Nummer 5, die braune Pest. Das ist beim R107 wirklich ein Riesenthema. Der Wagen rostet gerne, insbesondere die Baujahre aus den 70er Jahren und frühen 80er. Wo soll ich anfangen? Radläufe, Schweller, Radkästen, Abschlussblech, Verdeckdeckel, Verdeckkasten, Schottwand, unterm Gebläsemotor, Längsrahmen unterm Motor. All das A-Säulen, gerne. Hier, das sind so kleine Sachen dann, also bei meinem zum Glück nicht, aber
Ich habe es nicht mein erster SL, habe das alles durch, keine Sorge. Da sind dann hier kleine Pusteln unter der Gummidichtung. Da geht das los und hört nicht mehr auf. Rost ist ein Riesenthema. Und der Wagen hat einige Fehlkonstruktionen. Zum Beispiel leitet er eben Wasser, was auf dem Wagen trifft, in die Schweller ein. Und aus den Schwellern läuft es dann wieder raus, wenn es die Ablauflöcher noch gibt. Ansonsten läuft der Schweller voll und rostet von innen durch. Und die Reparatur ist, ich habe es in einem anderen Video schon mal beschrieben, bei einem Cabrio extrem aufwendig, um die Spaltmaße zu erhalten. Also, wenn man sich so einen Wagen zulegen möchte, ist ein rostfreies Exemplar erstmal die beste Basis. Deswegen importieren ja auch so viele Menschen ihren SL aus Kalifornien oder Arizona. Ich kann es gut verstehen. Motor kriegt man hin, auch wenn die Teile immer schwieriger zu finden sind. Und auch Innenausstattung sowieso. Es wird viel nachproduziert, nicht zuletzt von uns. Aber ein verrostetes Exemplar wieder aufzubauen, ist so extrem teuer. Es sei denn, man ist halt ein perfekter Autoklempner, dann ist das vielleicht die richtige Wahl. Ansonsten die braune Pest, die bei dem Wagen gerne zu finden ist, ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und kann den einen oder anderen schon davon abhalten, sich einen R107 zuzulegen, was ich auch verstehen kann. So, das waren nun also 5 Gründe gegen einen R107. Jetzt muss jeder für sich selbst entscheiden, ob diese 5 Gründe ihn wirklich davon abhalten, sich so ein Fahrzeug zuzulegen oder ob die zweifellos vorhandenen Tugenden eher doch überwiegen. Mich würde in jedem Fall interessieren, was meine Zuschauer bewogen hat, einen R107 zu kaufen oder warum sie sich eventuell einen R107 kaufen möchten und welche Alternativfahrzeuge da eventuell in Frage kommen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Traumautos à la Ferrari GTO oder so, sondern ich rede von realistischen Konkurrenten, die in Betracht gezogen wurden, vielleicht anstelle eines R107 gekauft zu werden. Vielleicht ein Porsche 911, so G-Modell, ist ja der Klassiker. Aber da gibt es noch 1000 andere und das würde mich sehr interessieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das die Zuschauer in die Kommentare schreiben und so ein bisschen uns alle daran teilhaben lassen, was denn alternativ vielleicht sogar gekauft wurde anstelle eines R107 und warum. Ansonsten freut mich natürlich wie immer ein Like und ein Abo. Das ist natürlich immer gut, kostenlos, ist ja klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und darauf freue ich mich. Tschüss.